So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Marktkommentar heute am Montag, den 30. August. Ich begrüße euch ganz herzlich in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und ja, wir hatten eine Woche, haben wir wenig Trades gemacht. Lag so ein bisschen dran, dass ich auch unterwegs war. Vom Markt her sind wir ja weiter aufwärts gerichtet. Und gerade auch die letzte Woche hat wieder gezeigt, diesen immensen Aufwärtsdruck, der am Markt herrscht. Und wir wollen uns ein bisschen mit der Frage befassen heute. Kann es da ein Ende geben? Kann es überhaupt eine Korrektur geben? Wie sieht das Ganze aus? Wir haben ja zwei Aspekte, die wir immer so zum Ende und Anfang des Monats betrachten. Das eine ist ein saisonaler Aspekt, den gucken wir uns jetzt kurz an. Machen das kurz für die wesentlichen Märkte, also die wir traden. Schauen wir uns den S&P an. Und ja, typischerweise sehen wir, wenn wir das saisonale Muster uns im S&P anschauen, also saisonal, dann sehen wir durchaus, dass man nach einem kleinen Korrekturdip Ende August, dann nach dem ersten, zweiten Drittel, im letzten Drittel des Monats eigentlich ganz gut festnotiert. Ja, und dann gibt es so ein bisschen hin und her nochmal im September, bevor es im Oktober nach oben geht. Das war in den letzten 10 Jahren so. Wenn wir das Muster uns etwas anders anschauen, also die letzten 25 Jahre, dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann sehen wir nämlich durchaus, dass es hier eine etwas größere Herbstkorrektur gibt. Und der große Unterschied ist definitiv natürlich, dass in den letzten 10 Jahren die Fed als treibender Liquiditätsimpulsgeber ja quasi jede große Korrektur verhindert hat und deshalb wir diese Herbstkorrekturen, die aus saisonaler Sicht normal sind, ja, wir können es uns anschauen, ja, wenn wir die letzten 71 Jahre uns anschauen, ja, wenn wir uns die letzten 25 Jahre anschauen, dann sehen wir eigentlich, je weniger, wenn wir auf die letzten 15 Jahre gehen, ja, und dann die letzten 10 Jahre gehen, da wird das Ganze immer flacher und verschwindet quasi in eine Korrektur, die zwar läuft, aber nur noch über die Zeit und nicht mehr über den Preis. Ja, das heißt, wir sehen hier noch Ende August in den letzten 5 Jahren, zieht der Markt nochmal mit relativ wenig Umsätzen an und geht dann einfach im September in die Korrektur. Und Korrekturen können eben diese zwei Phänomene haben, oder eigentlich drei. Also es gibt Korrekturen, die laufen nur über die Zeit. Seitwärtsbewegung, Korrektur über den Preis, Abwärtsbewegung und Korrektur über Zeit und Preis sind etwas größere Korrekturmuster, häufig so große ABC-Muster, wo entsprechend dann der Markt ja auch preislich deutliche Korrekturen macht. Jetzt stellt sich eben die große Frage, ja, hey, wie soll das denn gehen? Wir haben auf der einen Seite einen massiven Inflow an Money in den Markt, über die letzten Jahre. Wir haben eine Unterstützung der Fed und wir haben natürlich immer wieder diese Debatte bei den Notenbanken. Ja, müssen die denn handeln? Können die denn überhaupt handeln? Wir kriegen heute in Deutschland Inflationszahlen und man muss gar nicht sagen, wie die ausfallen. Es kommt sofort die Antwort, ja, egal wie die ausfallen, das ist ja nur ein temporärer Effekt. Wir hatten letztes Jahr die Mehrwertsteuererhöhung, wir haben durch Covid Lieferengpässe, das sind alles vorübergehende Phänomene und sobald diese Phänomene vorbei sind, stellt sich für die Zentralbanken eigentlich nicht die Frage in irgendeiner Form, dass sie irgendwas tun müssen, weil wir ja gewohnt sind aus den letzten 10 Jahren, dass wir durchaus ein Wirtschaftswachstum sehen können ohne Preissteigerung. Wesentlicher Effekt ist hier einfach eben die Globalisierung, nämlich die Möglichkeit, dass es immer irgendwo ein Land gibt, wo du ein Produkt günstiger herstellen kannst als woanders quasi und durch diesen Wettbewerb es den Anbietern gar nicht möglich ist, solange es nicht zu einer Knappheit an Rohstoffen oder an Lieferengpässen kommt, Preise anzuziehen, Preise zu erhöhen. Und das ist ein bisschen Schlaraffenland gewesen für die Konsumenten und natürlich vor allem Schlaraffenland für die Notenbanken, denn die konnten ungehindert hier Geld drucken und sozusagen in die Märkte spülen. Inflationssorgen, Inflationsdruck gab es nicht und das ganze Geld hat letztendlich eins angefacht, eine Asset Price Inflation, das heißt, dass die Assetpreise nach oben gehen. Das ist ein Thema, was wir kennen. Also das ist ein Thema, was normal ist. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier auf die einzelnen Märkte uns das anschauen. Also wir beginnen mal hier mit dem Nasdaq, weil wir den in diesem Korrekturmuster, was wir im August durchaus hier gesehen haben und eine wunderbare Formation, also diese Dreiecksformation wunderbar so abgelaufen ist, dann sehen wir doch, als das Muster beendet war,
also als es vollendet war, sehen wir hier wieder eine Aufnahme des Aufwärtstrends und auch wirklich Push und Druck in den Markt hinein. Das können wir jetzt auf den, wenn wir uns den S&P anschauen, Freitag, und das ist nicht ganz ungewöhnlich, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen, haben wir Freitag wieder hier diese extrem krassen Aufwärtsbewegungen. Und das ist dann häufig geschuldet, dass wir ja jeden Freitag in den US-Werten einen Optionsverfalltermin haben. Natürlich gibt es große Optionsverfallstermine. Ja, also kennt jeder diese Hexensabbat, wo Futures verfallen, Optionen verfallen, alles drum und dran, ist der nächste im September. Aber es gibt auch jeden Freitag einen kleinen Optionsverfalltermin. Und häufig ist es tatsächlich so, dass hier auf diese Optionsverfallstermine richtig, richtig Druck nach oben auf die Aktien ist. Typisches Beispiel ist zum Beispiel in den letzten Wochen immer wieder auch eine AMD gewesen, die dann häufig in den Freitag hinein anzieht. Das ist dann häufig geschuldet von Hedge-Positionen, von Gamma-Hedging, was gemacht werden muss in Optionen. Also wir haben hier einen Markt, der sehr technisch agiert. Und die große Frage ist jetzt hier, ja, kann das immer so weitergehen oder kann das irgendwann auch mal in einer größeren Korrektur sehen? Wir haben die Korrekturen, die typisch sind, also 5% Korrekturen, auch 10% Korrekturen, also typische Korrekturen in einem Bullmarkt, die haben wir einfach lange nicht gesehen. Die letzte große Korrektur war eben tatsächlich hier die Covid-19. Korrektur, die wir hier gesehen haben. Ja, dann hatten wir nochmal hier letztes Jahr eine kleine Herbstkorrektur und dann ging das hier munter weiter nach oben und wir sind eben im Moment einen sehr, sehr starken Aufwärtsimpuls, der hier auch ungebrochen ist. Und eine Besonderheit beziehungsweise oder was wir jetzt uns überlegen müssen, wenn wir davon sprechen, ja, geht das jetzt endlos weiter, wohin geht die Reise, dann müssen wir zwei Sachen feststellen. Auf der langfristigen Seite sind alle Trends aufwärts vollkommen intakt und das Einzige, was wir derzeit erwarten können, wären kurzfristige Korrekturbewegungen, die dann eher Kauflevel darstellen. Das nächste interessante Kauflevel würde sich hier bei 4200 im S&P, das wären 300 Punkte, das wäre dann ja mal eine etwas größere Korrektur, die man hier auf dem Markt dann sehen würde. Ne? Wenn wir überlegen, hier 300 Punkte von aktuell 4500 Punkten, ja, da haben wir mal so eine 5-6% Korrektur, das wäre mal ein realistisches Kurslevel. Aber die Frage aus Trading-Gesichtspunkten, die sich dann ja immer mal stellt, macht das Sinn, sozusagen auf so eine Korrektur zu wetten, wenn wir einen Aufwärtstrend haben? Und da muss man tatsächlich sagen, in den seltensten Fällen, weil Korrekturen sind gar nicht so leicht zu traden. Man muss rechtzeitig drin sein. Das heißt, wenn du erst abwartest, bis es runtergeht, bist du häufig schon zu spät. Nummer eins, dann musst du aber nicht nur rechtzeitig drin sein, du musst auch rechtzeitig draußen sein. Und bei diesem rechtzeitigen drin sind viele Leute zu früh drin und dann squeezed und schießt der Markt nach oben und die werden ausgequetscht, richtig, also sogenannte Short Squeezes. Die haben dann, sind dann froh, wenn sie ihre Position plus minus decken können, wenn der Markt runterkommt. Ja, und die zu spät drin sind, die haben eben nicht mehr die Möglichkeit, hier zu kapitalisieren. Es ist also unheimlich schwierig, so eine Korrektur zu traden. Und viel einfacher ist es tatsächlich, eine entspannte Position einzunehmen. Und das ist immer das, was wir auch Trading-Beginnern empfehlen, entspannte Positionen einzufehlen, sich die guten Level rauszusuchen, was ein mögliches Korrekturlevel ist und dann zu sagen, okay, ich muss einfach geduldig sein, darauf warten und dann in diesem Zeitpunkt in so eine Korrektur einsteigen. Das ist mental schwierig genug, weil man dann eben in eine Bewegung einsteigt, die ja gerade abwärts gerichtet ist, aber aus der Erfahrung und der Vergangenheit kann man eigentlich immer ganz gut sagen, wenn man einen Trend hat, ist selbst die Wahrscheinlichkeit, wenn der Markt in, wenn der Markt deutlichere Abwärtsbewegungen machen sollte, dann ist häufig so, wenn er diese ersten Unterstützungslevel erreicht, kommt häufig dann erstmal ein Pullback. Und selbst wenn dieser nicht zu neuen Tops führt, hat man dann gute Gelegenheiten, hier seine Position schon abzusichern, selbst wenn es zum Beispiel zu einer solchen Korrektur, also wirklich mal zu einer richtig großen 10% Korrektur kommen sollte, die ja auch nicht ganz unwahrscheinlich ist. Ja, ihr seht schon, ich rede heute Morgen von Korrekturen, obwohl der Markt Freitag am All-Time-High geschlossen hat. Und das ist eben einfach so ein bisschen geschuldet dem September, der jetzt vorausliegt. Wir haben gesehen, ja, häufig kommt dann was, aber in den letzten 10 Jahren war das immer preislich nicht mehr attraktiv, sondern nur noch auf der zeitlichen. Und ich möchte euch eine zweite Grafik zeigen, die so ein bisschen,
ja, ein Seismograph ist, eine kleine Warnung ist, dass wir tatsächlich diesmal vielleicht dann doch eine etwas größere Korrektur in den Herbst hinein bekommen können, obwohl ja alle sozusagen easy peasy an der Börse sagen, wow, geil, Fed unterstützt uns, Wirtschaftsdaten kein Problem und ja überhaupt, wo soll denn jetzt überhaupt noch ein Threat, eine Bedrohung für die Börse entsprechend herkommen? Und ja, das ist dann ein Thema, was man Leverage nennt. Und Leverage bedeutet, dass Positionen aufgebaut werden, die nicht mit Eigenkapital belegt sind oder unterlegt sind, sondern dass die Player am Markt, egal welcher Natur, ob das größere oder kleinere sind, sich sozusagen Krediten bedienen, um aus Aufwärtsbewegungen oder auf der Kurssteigerung mehr rauszuholen auf ihr Eigenkapital, als sie das hätten, wenn man nur sein eigenes Kapital investiert. Das ist ja logisch, ne? Wenn ich jetzt 100 Euro investiere und der Markt steigt 1%, dann habe ich eben entsprechend auch nur 1 Euro verdient. Aber wenn ich jetzt ein Leverage bringe, das heißt also, wenn ich zum Beispiel mich vierfach leverage, Wertpapierkredit in Höhe von 4 nehme, dann verdiene ich eben nicht mit diesen 1%, sondern 4%. Und so kann man dann natürlich Gewinne maximieren. Und das wurde auch lange, lange Zeit oder wird auch sehr stark und aggressiv an der Wall Street gemacht, wo das auch kein großes Aufwand ist. Mit Margin-Konten lässt sich im Daytrading ein vierfacher Leverage und im Overnight-Trading zweifacher Leverage ganz easy fahren. Und diese Margin-Konten, die das sieht man hier eben, wird natürlich mehr oder weniger diese Margin Debt beansprucht, also der Kauf auf die Verschuldung. Und wenn wir mal in der Historie sehen, 2000, Dotcom-Bubble, Housing-Bubble, und wir sehen bei den ganz wichtigen Tops, sehen wir hier im Prinzip, wir haben noch nie so ein hohes Leverage gesehen wie im Moment. Und da lauert so ein bisschen die Gefahr, denn dieses Leverage hat ein Problem zum Eigenkapital. Im Eigenkapital kann man natürlich immer sagen, ja, so what? Der Markt mag vielleicht ein bisschen korrigieren, mag vielleicht in eine 5%-Korrektur gehen, aber ist ja nicht weiter schlimm. Langfristig werden die Aktien steigen. Im Leverage kommt dann das hinzu, dass wenn man overleveraged, das heißt zu viel Kredite aufgenommen hat, in einen sogenannten Margin Call kommt und dann gezwungen wird, Positionen zu verkaufen. Und dann bauen sich eben auch diese Leverage-Sachen ab. Das haben wir gesehen nach der Dotcom-Blase hier extrem. Das haben wir in der Immobilienblase gesehen. Das haben wir aber auch hier bei Covid entsprechend gesehen im letzten im Zug. Und jetzt kommen wir auf das, was ich heute hinaus will, nämlich man kann eins aus dieser Grafik immer erkennen und das können wir hier sehen, also an diesem Top und hier sehen, aber auch hier, nämlich dass sozusagen, wenn oder aber auch können wir auch hier sehen, also hier, wo der Markt hier eben diese Korrektur macht, kann man eins letztendlich erkennen, dass wenn Margin-Kredite abgebaut werden, also der Leverage reduziert wird, häufig der Markt danach dann in eine größere Korrektur geht. Also das heißt, sobald wir sehen hier, Leverage-Kredite werden reduziert, geht dann auch der Markt in eine Korrektur hinein. Und wenn wir so ein Verhalten sehen, dass entsprechend ja, der Markt noch nach oben geht, aber das hat man hier zum Beispiel gesehen, die Leverage aber runterkommt, dann ist das häufig eine große Gefahr, wo es dann auch zu größeren Korrekturen kommt. Und so eine Situation, die haben wir jetzt hier im S&P, dass wir gesehen haben, dass wir den S&P hier oben mittlerweile bei 4.500 haben. Wir sehen aber, die Leverage-Margin-Käufe sind zurückgegangen. Und das ist, und jetzt müssen wir eben ein bisschen aufpassen, dass sowas nicht überinterpretiert wird. Das ist ein sogenannter Indikator, ein Hinweis, ein Frühindikator, der aber sozusagen nur sagt, okay Leute, wir sind in einem Bereich, wo das Potenzial für eine Korrektur größer wird, aber das Timing, und das ist jetzt eine wichtige Frage, das Timing entscheidet, oder über das Timing entscheidet diese Grafik nicht. Das Timing müssen wir tatsächlich mit anderen Hilfsmitteln festlegen. Das heißt, da müssen wir dann tatsächlich in die Charts hineingehen und müssen dann gucken, wie sieht das aus, gibt es hier irgendwelche Hinweise, und da haben wir eben im Moment
noch gar keinen Hinweis, also weder vom S&P noch vom Nasdaq. Dann, wir schauen uns hier die Indizes alle an und wir sehen eigentlich ganz easy, alles ist am Top und wir haben noch gar keinen Hinweis vom Timing, dass wir hier mal für eine größere Korrektur oder für eine Korrektur agieren können. Und da muss man eben, deswegen habe ich mit der Saisonalität heute auch angefangen, sehr vorsichtig sein. Denn wie gesagt, wir haben eben auch die Möglichkeit, dass sich die Korrektur nur über die Zeit vollzieht. Einfach, dass der Markt ohne Schub jetzt hier einfach ein bisschen seitwärts läuft. Dass wir eben hier keine große Korrektur sehen. So. Jetzt haben wir viele Worte gesprochen. Jetzt ist immer die Frage, wie geht man denn jetzt vor? Ich meine, als Trader haben wir einen großen Unterschied zu den Analysten. Der Analyst, der sagt, es kann so sein, kann dann aber auch so sein, wägt vielleicht auch verschiedene Szenarien ab. Das ist erstmal gleich, das sollte man auch immer tun. Der Trader muss dann aber auch irgendwann sozusagen Geld auf den Tisch legen für seine Ideen und eben entsprechend beginnen zu handeln und muss ein Risiko nehmen. Das heißt, er muss eine Entscheidung treffen. Und da stellt sich dann für mich eben immer die Frage, wann treffe ich diese Entscheidung? Ich möchte sie nicht zu früh treffen, ja, um nicht in eine Squeeze hineinzukommen. Ja, Squeeze, typischer Tag am Freitag. Ich meine, Freitag, wie gesagt, waren wir gar nicht on board, weil, wie gesagt, hatte ein bisschen Urlaub-Trading, aber man sieht dann schön, ja, das wird dann häufig mal mit Wirtschaftsdaten ausgelöst, aber letztendlich squeezt der Markt hier extrem nach oben und wenn du da zu früh dann drin bist, dann hast du letztendlich ein Problem, nämlich, dass du zu früh drin bist und das hatte ich ja am Anfang meines Kommentars schon erwähnt und was ich dann auf der anderen Seite möchte ich natürlich nicht erst eine riesen Abwärtsbewegung abwarten, so wie man hier sieht und sagt, oh, der Markt geht runter und dann ja, ist die Korrektur schon wieder fertig. Mein Vorgehen in so einer Situation ist folgendes. Ich muss mir klar sein, okay, Nummer eins, wenn ich jetzt einen Trade mache auf der Short-Seite, ist der antizyklisch. Das heißt, das muss ich vom Leverage, von der Positionsgröße, von all diesen Faktoren, muss ich das einkalkulieren. Ich kann hier keine großen Positionen machen gegen einen bestehenden Trend. Ja, habe gerade gesagt, als Anfänger würde ich gar keine antizyklischen Trades machen, dann wartet auf die Korrektur und steigt mit dem Trend ein. Für uns ist es so, dass wir jetzt aber dann auch noch ein paar Kleinigkeiten haben, zum Beispiel, dass wir die Open Range sehr gut nutzen können in den Märkten, denn wenn der Markt aus der Open Range nach unten rausgeht, dann haben wir eigentlich immer einen vernünftigen Stoppkurs mit Tageshoch, wo wir dann mal sagen können, okay, wenn die Idee nicht klappt, dann fliegen wir hier eben mit einem kleinen Risiko raus. Wenn sie klappt, dann haben wir vielleicht sozusagen ein gutes Level erreicht, von dem aus eine Korrektur auch starten kann. Also das ist Nummer eins. Das ist das, was wir so ein bisschen versuchen. Und das werden wir heute im Live-Trading-Raum dann auch umsetzen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir genau den Ausbruch handeln. Das muss ich dann auch ein bisschen von der Vola abhängig machen. Aber dass wir so uns an der Open Range orientieren. Ja? Und da gilt eben, überhalb der Open Range ist es in den meisten Fällen dann keine gute Idee, sich gegen den Markt zu stellen. Unterhalb der Open Range kann man es mal probieren. Das ist so ein bisschen ein Ansatz, den wir probieren werden. Ja. Wir werden das im Laufe der Woche weiter beachten, werden gucken, gibt es noch weitere Hinweise, gibt es noch weitere Zeichen. Im Moment ist das nicht so der Fall. Wenn wir den DAX angucken, dann sehen wir hier im DAX, okay, der hat hier im Gegensatz zum S&P nicht die neuen Tops gemacht. Das hat verschiedenste Gründe. Ja, klar kann man jetzt sagen, bei uns steht demnächst eine Wahl an und so weiter, aber das ist keine Wahl, wo es ein Game-Changing-Event gibt. Ja? Natürlich kann Deutschland weiter nach links rücken oder weiter nach rechts rücken oder so, aber das wird alles nicht Game-Changing sein, weil wir, egal was passiert, das wissen wir jetzt schon, eine Koalition erleben und diese Koalition wird eben dazu führen, dass viele Sachen neu oder dass viele Sachen verhandelt werden. Und das heißt, das wisst ihr ja selber, in einer Verhandlung wird es keine Extremposition in die eine oder andere Richtung geben können. Ja? Da wird es mal vielleicht die ein oder andere Entscheidung geben, die den einen oder anderen Bürgern zum Verlierer und den anderen zum Gewinner macht. Ja, das ist immer so bei politischen Entscheidungen. Ja, werden Steuern erhöht, werden Steuern gesenkt. Ja, da gewinnt der eine, verliert der andere. Aber es wird nichts Game-Changing sein. Deswegen ist diese Wahl jetzt nicht irgendwo was Entscheidendes. Wir sehen einfach,
meines Erachtens im deutschen Markt deshalb nicht solche Squeeze-Bewegungen wie in den USA, aus einem einzigen Grund, weil wir hier nicht so einen lebendigen, vollen Optionsmarkt haben, mit denen, natürlich gibt es hier auch einen Optionsmarkt, das behaupte ich nicht, sondern dass wir nicht so einen haben, der so aktiv ist, wöchentliche Optionen, wo sehr viele Optionsstrategien auch drauf gefahren werden, und deswegen ist dieser Markt einfach ein bisschen träger, ist ein bisschen ruhiger. Und ja, wir haben im DAX dann noch eine Neuaufnahme von Werten im September, aber generell müssen wir einfach sagen, hier ist hier im DAX derzeit einfach auch nur eine kleine Korrekturbewegung über, sehen wir hier, über die Zeit, über den Preis hatten wir hier so ein bisschen was, aber nichts Richtiges. Und im Moment sieht es danach aus, dass der DAX hier neutral in dieser Korrekturzone ist. Und das ist eben genau das, was ich vermeiden möchte. Ich habe hier, wenn ich jetzt hier agiere, keine guten Stopppunkte. Das ist kein guter Stopppunkt, weil es kein relatives Hoch ist. Das ist ein Stopppunkt, der ist aber sehr weit weg. Wenn ich Short gehe, wenn ich Long gehe, ja, dann habe ich hier keinen Stopppunkt, weil das kein relatives Tief ist, sondern dann muss ich den Stopppunkt tatsächlich hier oder hier nehmen. Ja, und dann bin ich an einem Stopppunkt, wo ich häufig einfach nur so eine ABC-Bewegung fertig habe, wo es dann in den nächsten ging. Wir sind in der Mitte von der Korrektur, deswegen haben wir hier wenig Handlungsspielraum, und auch hier dienen uns ein bisschen die Open Range. Wenn wir uns den FGBL angucken, werden wir dann die Woche ein bisschen ausführlicher machen. Da sind wir komplett on track. Ja? Wir hatten den FGBL in der Aufwärtsbewegung gesehen, day for bias, weil wir eben hier ein großes Dreieck sehen. Und jetzt stellt sich hier die große Frage. Wir haben hier oben in unserem Zielbereich einen Topping-Prozess gesehen. Und die einzige Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, ist das jetzt hier nur eine kleine ABC und setzt sich diese Bewegung hier sozusagen direkt fort? Oder ist das, was wir als etwas wahrscheinliches Szenario haben, nämlich, dass wir hier sozusagen jetzt diese, ich hatte mal von einer sogenannten E-Welle gesprochen, also sehen wir jetzt hier in diesem großen Dreieck nochmal wieder einen kleinen Zinsanstieg, bevor man dann hier easy peasy wieder Vollgas gibt. Beide Szenarien gleich ist, dass wir wahrscheinlich nochmal wieder hier neue Tops sehen werden. Die Frage ist hier einfach nur, wann. Gehe ich aber nochmal demnächst mit dem Zinskommentar extra drauf ein. Ja, und den Euro. Der Euro hat eine wichtige Zielzone in seiner Korrektur erreicht. Okay, hier habe ich nicht, auf dem Chart habe ich ihn nicht drauf, aber das können wir mit dem anderen machen. So, der Euro hat hier unten eine wichtige Zielzone erreicht, aber er hat noch keinen Aufwärtsimpuls entwickelt, ist damit neutral. Generell gehen wir aber davon aus, dass wir hier eine ABC-Bewegung vorliegen haben. Das heißt, dass der nächste große Schub nach oben gehen wird. Aber wir wissen noch nicht, ob diese C-Welle hier abgeschlossen ist. Da tut sich, solange wir keinen Aufwärtsimpuls haben, eben immer noch das Potenzial für auf. Und von daher gehen wir erstmal hier neutral rein. So, das war es erstmal mit dem Marktkommentar für den heutigen Tag. Ich wünsche euch eine gute Trading-Woche. Wir werden sicherlich jetzt wieder diese Woche Ende August, Anfang September komme ich zurück, dann wieder auch mit etwas aktiverem Trading. Der Sommer ist immer ein bisschen auch als Pause gedacht, nicht nur aufgrund der Marktsachen, sondern damit man auch gestärkt in den Herbst hineingeht. Wir werden jetzt, wie gesagt, wieder ein bisschen aktiver werden. Ich freue mich auf die Woche, und ja, viel Spaß, gute Trades, liebe Leute. Bis dann, bye bye, euer Birger.